Was die Lichterwand. Wir haben jetzt das gemacht, was der Bettler ja gesagt hat. Geh durch das Haus im Blut fliegen. Verdammte Ratte! Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du mich verfallst. Dich gewarnt. Bitte, ich musste es tun. Bitte? Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. So werden wir spitzellos. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar. Wie sollen wir vorankommen, wenn wir immer an die Garde abdrücken? Hey, wie läuft es da oben mit der Windmühle? Alles klar? Durcheinander. Und wer darf's aufräumen? Ich natürlich. Dann Wall Whisky. Ist da jemand? Hast du was gesehen? Bei den Geburten. Hey, du hast hier nicht zu treffen. Hey! Was nein? Wird in dir hervorsteigen wie ein ansteckender Schwarm, der alles in seinem Weg verschlingt, selbst den Schmutz. Gut. Einst trug er das Gewand des Oberaufsehers, doch er tauschte es gegen das Zeichen des Glänzers im Gesicht. Wie kam es dazu? Seht euch die sieben Gebote an, dann wisst ihr es. Lasst den Wanderer nicht in euer Heim, Freunde. Meidet die Fremden, auf dass sie keine Wurzeln im Fundament unserer Gemeinde schlagen. Jene, die... Okay, er geht in die Richtung. Wurde vernichtet. So schwer waren seine Fehler. Der Sturz vom höchsten Thron der Disziplin. Ich meinte Black Mask. Vom tiefsten Abgrund der Schande. Das ist seine Geschichte. Einst trug er das Gewand des Oberaufsehers, doch er tauschte es gegen das Zeichen des Ketzers im Gesicht. Wie kam es dazu? Seht euch die sieben Gebote an, dann wisst ihr es. Lasst den Wanderer nicht in euer Heim, Freunde. Meidet die Fremden, auf dass sie keine Wurzeln im Fundament unserer Gemeinde schlagen.
jene, die wandern, sind wahrlich und erprobt, ungebunden an Familie und Nachbarn. Denn oft haben sie der Tradition den Rücken gekehrt und den sieben Geboten selbst. Dachte ich, könnte ich irgendwie hoch. Rein. Und Fisch aus dem kalten Meer. Was zum Tag? Hä? Warum? Dann drehen sie sich um. Haben sie der Tradition den Rücken gekehrt und den sieben Geboten selbst. Ein Wanderer ist ein Freund des Ortsheiners. Zweifelt nie daran. Am 15. Tag im Monat der Ernte kam ein junges Mädchen zu mir. Ihre Worte werde ich nie vergessen. Diese Schicht überstehen. Sie sah mich an und fragte, welche Schreine des Outsiders auf den Inseln zu finden seien. Ihr Blick war voller Unschuld. Doch in ihren Augen lag auch List. Sofort schöpfte ich Verdacht und fragte sie aus, bis sie zugab, dass sie allein... Da drüben ist der Schreine Ärger. Nichts her. Ich seh mich mal um. Sehen wir uns doch mal um. Ah! Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der Unreinheit aus Geist und Körper entlässt. Hörzimmer. Weil ich müsste es ja eigentlich noch ordentlicher machen. Diese zwei Sekunden. Zugab, dass sie allein in einer alten... Ist da jemand? Ist eine Leiche? Hast du was gesehen? Ja. Dass sie allein in einer alten Schnitzelstadt am Stadtrand spielte. Hey! Woher kam der jetzt? Bis sie zugab, dass sie allein in einer alten Schnitzelstadt am Stadtrand spielte. Ja, hier ist keine andere Tür. Jeden Tag ging sie dorthin. Und im Keller fand sie ein violett-rotes Kleid. Leader of the Holders. Und Mindy Blanchard. Die wird auch gesucht, von der wir den Auftrag haben. Und Münzen von den kranken Gehilfen des Outsiders. Diesen Herbst. Hast du was gesehen? Und diesmal besser gelaufen. Huch! Manchmal fühle ich den Wind auf meiner Haut. Und später. Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Stattdessen werden sie nur an wenigen Orten hergestellt und dann verschifft. Unerreichbar für uns. Ziemlich riskant. Wäre doch weit schlimmer, das Wissen und die Materialien zur Herstellung auf den Inseln zu verteilen. Die Metalle für die Geräte sind extrem selten. Und wenn jemand anderes als die loyalsten Aufseher die Verfahren anwenden würde, wäre das wie Ketzerei. Du hast wahrscheinlich... Gebote. Das macht mich... Auszug einer weitverbreiteten Übersicht über die sieben Gebote. Umgib deinen innersten Geist mit diesen Geboten und du wirst sicher sein. Die sieben Gebote sind unsere Grundregeln, gelehrt und durchgesetzt von Aufsehern auf allen Inseln. Aus diesen Geboten entspringen alle Regeln,
soziale Normen und Vorstellungen über den Kosmos. Gebot Nummer 1, wandelnder Blick. 2, lügende Zungen. 3, rastlose Hände. 4, unstete Füße. 5, zügelloser Hunger. 6, gieriges Fleisch. 7, irrender Geist. All diese Verhaltensweisen müssen kontrolliert werden, um das Herz frei von feindlichen Einflüssen zu halten. Sie sind die Pfade, die zum Outsider führen. Gab es auch schon im ersten Teil. Nicht zu neugierig sein, nicht lügen, rastlose Hände, also nichts stehlen, nirgendwo da aufhalten, wo es verboten ist, zügelloser Hunger, gierig sein, vielleicht begieriges Fleisch. Keine Ahnung. 7. Ein Schwurbler sein. Traurig, wenn ich daran denke, was Kultisten tun könnten, wenn sie die Spieluhren für ihre Zwecke einsetzen würden. Richtig, Bruder. Da ist es besser, so mächtige Instrumente gut zu schützen, sie geheim herzustellen und dann dorthin zu bringen, wo sie im Kampf gegen das Übernatürliche gebraucht werden. Ungesendeter Brief an den Oberaufseher. Verehrter Oberaufseher Kulan, ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit und nicht allzu nostalgisch wegen Balgon, was um diese Jahreszeit ja atemberaubend sein soll. Verzeihen Sie die vielen Briefe. Doch unsere Probleme in Serkonos außerordentlich groß. Jeder Rat, den Sie uns geben können, wäre mehr als willkommen. Herzog Abels Verhalten ist ein Hohn. Er zeigt offene Verachtung für den Orden, doch zum Wohle der Nation muss ich versuchen, unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Man nennt sie einen Einiger, jemanden, den der Orden nach den Schrecken der Rattenplage dringend nötig hatte. Deswegen wäre ihre Leitung sehr wertvoll. Seit der Herrschaft des Herzogs wimmelt es auf den Straßen nur so von Halsabschneidern. Paolo und seine Bande werden von Tag zu Tag dreister. Schließlich, meine jüngste Korrespondenz mit unseren Ordensschwestern gibt Anlass zur Sorge. Manche Antworten kamen auffallend spät und einige ihrer jüngsten Aussagen lassen sich höchst ungewöhnlich im Glauben verbunden. Vierze Aufseher Liam Bian. Oder der nicht auch schon längst vom Chromeuchler erwischt? Richter des Orakels. Schwester Allison, Protokollantin, ebenfalls anwesend. Schwester Anne, Schwester Margarete und Schwester Tabata. Die nachfolgenden Aufzeichnungen sind eine wahre und vollständige Niederschrift der Äußerungen von Schwester Anne, Orakel. Mehr Weihrauch bitte. Ja, diese Vergangenheit und die Zukunft verschmelzen. Ich bin ohne Körper. Staub um mich herum. So dick, dass ich nichts sehen kann. Das ist Gier in greifbarer Form. Da hinten auch verborgen 1000 Übel. Oh, seht nur, meine Schwestern. Ketzerei. 10, nein, 20 Schurken. Diener des Nix, niederträchtige Verehrer des Outsiders. Rammen versammeln sich in diesem Moment in einer geheimen Gasse. Der Boden ist voller Abfälle im Herzen des Staubbezirks. Ich gehe jetzt weiter, immer noch im Staub gehüllt. Fast blind trotzdem spüre ich was. Weitere Blasphemien in der Nähe verborgen, ein seltsamer Geschmack im Mund. Was ist das? Die entstehende Pause war so lang, dass Schwester Tabata schließlich das Schweigen brach. Meine Schwester, ist deine Vision beendet? Wenn nicht, was siehst du? Schwester Anne antwortete. Ich habe eine Nachricht an den Vizeaufseher.
Hirn soll dieses nutzlose Einmischen im Konservatorium beenden und jetzt braucht Schwester N etwas Ruhe. Und so endet die Sitzung. Wahrhaftiges und vollständiges Protokoll, Schwester Allison. Hätte ich mich von hier nach hier porten können? Wahrscheinlich. Ich kann die Fenster öffnen. Okay, Burn wurde doch noch nicht vom Kronmeuchler erwischt. Wird die Leiche des Ketzers keine Blutfliegen anziehen, Bruder? Nein, ich habe sie schon eingestäubt. Für uns hatten sie auch wieder im Frog. Vormarsch. Lustige Geschichten aus Sekonos. Eines frühen Morgens, es dämmerte schon, hat Makolos Frau ein Klopfen an der Tür. Es ist einer von Makolos Freunden. Wo ist mein Mann? Fragt sie. Er sollte bei dir sein, samt einer Kiste oben rum. Tut mir leid, sagt der Freund, aber in der Destillerie ist etwas Schreckliches passiert. Makolo ist mit dem Kopf voran. Dann rum fast gestürzt und ertrunken. Da fängt die Frau an zu weinen. Oh mein Liebster, er ist fort. War er wenigstens ein schneller Tod? Ich kann einfach nicht lügen. Er musste dreimal wieder raussteigen, um sich zu erleichtern. Hat's also gefallen im Rumpf. Irgendwann. Da hat sich was bewegt. Bah! Nichts. Find gut, dass wir trotzdem noch die Chance haben, zu reagieren, wenn er uns sieht. Huch! Mein Ausweg. Noch ein Artefakt. Finden wir vielleicht durchs Fenster. Muskeln wie einen Schwamm der Unreinheiten aus Geist und Körper in. Oh.
Pistolenkugeln. Auszug aus einem Aufseherverhörprotokoll. Bruder Bernardus, wo hast du die Bilder her? Angeklagter, ich habe sie angefertigt. Wie ich bereits sagte, ich bin Künstler, hauptsächlich Werbung für die Zeitung. Bruder Bernardus, das sieht nach Werbung aus. Das ist ketzerischer Unsinn, der die Nachbarn krank macht oder einen geliebten Menschen zurückholt. Angeklagter, von dieser Vorstellung lassen Sie sich nicht mehr abbringen, das steht fest. Statt also meinen Atem zu verschwenden, gebe ich Ihnen einen Rat. Nehmen Sie ab und zu ein Bad, Aufseher, und dann kaufen Sie eine gute Seife, außer das verstößt gegen Ihre Gebote. Schlussfolgerung, der Angeklagte schien unter einem schwachen Herzen zu leiden, da er während des Verhörs natürlich. Ohne weitere Informationen zu geben, seine Wohnung am Kanal sollte nach lästlichen Gegenständen und Bildern durchsucht werden. Oh. Das ist Mindy Blanchard. Mhm. Eingangszange, zweite Straße geschlossen, dritter Vizeaufseher, vier Verwaltung, fünf geschlossen, sechs Dach. Ist sie, die Leiche, die Mindy haben will. Noch ein Artefakt. Heimliches Treffen. Amado, triff mich morgen Abend an unserer üblichen Stelle und bring die Zeichnungen mit. Ah, jetzt weiß ich's. F gedrückt halten. Wir gehen übers Dach. Die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der Unreinheiten aus Geist und Körper entlässt. Wir sind doch Brüder. Das hätte ich sagen sollen. Nun werden mich die ganze Nacht Gewissensbisse plagen.